Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist der 15.09.2019 und ich habe mir gedacht, ich mache wieder ein Video und ich weiß noch nicht genau, was ich euch erzählen soll. Es ist ziemlich schlimm in meinem Gesicht momentan, dass ich sehr viele Mittels habe, weil ich ja vor 3 Wochen erst Antibiotika bekommen habe und das jetzt so langsam rauskommt. Ich habe 3 verschiedene Antibiotika genommen, weil ich eine starke Blasenentzündung und Nierenentzündung hatte. Und das kommt jetzt so langsam raus und deswegen sieht mein Gesicht so aus. Und meine Haare gehören gewaschen, das mache ich morgen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Am 10. Mai ja die Keynote und ich habe hin und her überlegt, welches iPhone ich mir kaufe. Ich habe mich jetzt fürs 11er in Lila entschieden, weil es einfach günstiger ist und nicht so viel fehlt an Specs, die jetzt so wichtig wären, dass ich mir das teurere kaufe. Weil wenn, dann hätte ich das Max gebraucht, das 11 Max. Und weil ich ja so kleine Handys nicht bedienen kann oder mir schwer tue dann. Und das iPhone 11 ist circa so groß wie das hier. Das ist ein Xiaomi-Handy. Und da tue ich mir beim Bedienen leichter. Und ich habe es mir in Lila bestellt, weil mir die Farbe ganz gut gefällt. Ich hoffe, es ist ein bisschen dunkler als auf den Bildern. Und ich hoffe, es kommt nächsten Freitag. Heute haben wir Sonntag. Also diese Woche, die jetzt kommt, sollte es am Freitag da sein. Es gab nur einige Probleme beim Vorbestellen, weil ich es über Vertragsverlängerung vorbestellt habe und es erst 10 Minuten nach Aktivierung oder 15 Minuten nach Aktivierung des Bestellvorgangs für Vertragsverlängerung freigeschaltet wurde. Und daher ich ziemlich weit hinten liegen werde. Aber ich hoffe, sie haben diesmal so viele Geräte wie möglich geordert, damit ich auch meins bekomme am Erscheinungstag. Und ich hoffe, das funktioniert diesmal. Und dass ich nicht wieder 3 Wochen oder 4 Wochen drauf warte. Weil ich habe mir jetzt bis jetzt außer das 4S alle iPhones gekauft und ich habe immer fast einen Monat drauf gewartet und das ist echt nervig, weil am Freitag werden die ersten Unboxings online gehen. Ich habe zwar nicht vor, dass ich ein Unboxing drehe, weil es es eh zuhauf online gibt, aber ich möchte mein Handy halt auch am ersten Tag und da würde ich mich freuen, wenn es dann auch wirklich kommt. Und ich nicht wieder extra lange warten muss. Ich habe mir jetzt auch von Ideal of Sweden ein Case bestellt und ein Handyholder. So ein magnetisches Ding, wo man den Finger reinstecken kann. Und ein schönes Case. Und ich möchte mir und ein transparentes Case von Amazon mit einer Display-Schutzfolie, weil ich das Ideal of Sweden Case erst 1 Woche nach, also 2 Wochen nach Keynote, 1 Woche nach der Erscheinung bekomme und dabei einen Schutz für mein Handy brauche, habe ich mir ein transparentes 10 € Case bei Amazon bestellt mit einer Display-Schutzfolie. Obwohl ich das mit der Display-Schutzfolie eigentlich jetzt nur einmal probieren werde, weil sie mir ständig abgeht. Ich hatte bei all meinen iPhone Display-Schutzfolien, weil halt einfach Kratzer drauf kommen und ich meine iPhones so hoch wie möglich im Wert wiederverkaufe. Und wenn, aber dadurch, dass ich so Mischhaut habe und auch Kosmetik oft im Gesicht, hält die Display-Schutzfolie nicht, weil das Fett von der Haut, wenn man telefoniert
unter die Displayschutzfolienränder gelangt und die ablöst. Wenn jemand dafür einen Tipp für mich hat, wäre ich echt dankbar, weil so Displayschutzfolien kosten ja nicht so wenig. So 8 bis 10 Euro. Und wenn man sie noch drauf machen lässt, von Shop zahlt man auch noch mal extra. Und ich hätte gern mal eine Displayschutzfolie, die hält. Also, wer einen Tipp hat, bitte her damit. Ich kann natürlich nicht jedes Mal mein Gesicht waschen, wenn ich das Handy ans Ohr nehme, weil ich dann ständig am Waschen wäre. Und ich habe auch nicht so fettige Haut, aber manchmal ist es dann einfach so, oder ich habe Kosmetika im Gesicht und die krabbeln unter die Displayschutzfolie. Ja, wie gesagt, habe ich mich fürs Elfer in Lila entschieden. Mir hätte das Grün auch noch ganz gut gefallen, aber da war ich mir nicht sicher genug, ob es dann wirklich so schön aussieht, weil ich kann die Farbe ja noch immer wechseln, weil ich ja 2 Wochen Rückgabegarantie habe. Und dann zwar wieder aufs Handy warte, aber wenn mir das Lila gar nicht gefällt, ich finde halt schade, dass es das Blau nicht mehr gibt, weil das hätte mir schon sehr gut gefallen. Und sonst hätte ich weiß genommen, aber ich hatte jetzt fast alle meine iPhones in weiß oder schwarz und möchte nicht immer nur die gleiche Farbe. Und beim Pro hätte ich sowieso weiß genommen, also Silber, obwohl sie ja weiß aussieht. Aber ich wollte mir da jetzt einfach Geld sparen und fast 400 Euro Unterschied ist halt doch eine Menge. Jetzt wäre sich zwar finanziell ausgegangen, wenn ich eine Teilanzahlung gemacht hätte für das Pro Max, aber ich finde es halt jetzt doch nicht notwendig, weil so viel fotografieren tue ich nicht und Filme gucken am Handy tue ich auch eigentlich nicht. Deswegen muss der Display nicht so toll sein und die zusätzliche Kamera brauche ich eigentlich nicht. Also habe ich mich für das 11 entschieden. Und ich finde auch, dass es für fast jeden die richtige Entscheidung ist, weil wer macht wirklich so viel auf seinem Handy? Leistungsstark muss es sein, weil ich über mein Handy mein Computer steuere oder so von weit weg. Oder die Kamera muss gut sein, aber sie muss nicht alle Funktionen haben. Und ich bin schon echt gespannt, wie das wirkt und wie das mit den Displayrändern ist, weil ich jetzt immer 10S Max und 10S, also 10 gehabt habe, Max. Und das sind schon 0,4 Zoll weniger. Aber ob ich da so einen großen Unterschied merke, weiß ich noch nicht. Und der Rand ist halt auch dicker, aber ich glaube, es wird trotzdem gut aussehen. Ich war übrigens sehr überrascht, dass die Preise für die Services bei Apple sehr günstig sind. 5 Euro für Arcade und für Apple TV Plus. Und das geht echt. Also, sie könnten nur Apple Music daran anpassen. Weil dann würde ich mir auch noch einiges sparen. Weil ich möchte mein Apple Music Abo demnächst wieder aktivieren. Und Arcade werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Da werde ich nur das Probemonat nutzen, weil ich nicht viel spiele am Handy. Aber ich bin überrascht, dass es so günstig angeboten wird. Weil ich hätte eigentlich gedacht, so 7 bis 10 Euro hätte ich mir schon gedacht, weil die Konkurrenz das auch verlangt. Das Angebot ist natürlich noch nicht so breit, aber bei Apple zahlt man ja eher mal mehr für einen Namen. Und deswegen hat es mich gewundert, dass es so wenig war. Aber mal gucken, wie die Services so sind. Apple TV Plus startet erst am 1. November. Ich hoffe auch gleichzeitig in Österreich. Viele von euch vergessen oft, dass ich jetzt aus Österreich komme und nicht aus Deutschland. Und
Ich warte daher immer lange, bis etwas zugelassen wird bei uns. Jetzt habe ich auch erfahren, dass es jetzt einen Anbieter gibt, der eine eSIM für die Apple Watch anbietet, aber das nur im Zusammenhang mit Handyvertrag. Und das ist halt irrsinnig blöd, weil ich habe meine Verträge bei T-Mobile und der eSIM-Anbieter wäre eins, das größte österreichische Netz. Aber die sind halt von ihren Handyverträgen her viel teurer und haben auch keine Teilzahlung, soweit ich weiß. Und nur eine eSIM bekommt man nicht. Oder nur einen Tarif mit einer eSIM. Und das ist echt blöd für mich. Ich weiß nicht, wie lange T-Mobile noch braucht, oder Magenta heißt es ja jetzt, Magenta noch braucht, dass sie eine eSIM anbieten. Aber wenn es bei H1 möglich ist, sollte es Magenta auch hinbekommen. Mich ärgert das wahnsinnig, dass es die eSIM jetzt seit 3 Jahren gibt und dass es dann auch immer keine Möglichkeiten für uns Österreicher gibt. Weil in Deutschland bieten das auch mehrere Anbieter an. Aber naja, sonst bin ich von der Apple Watch ein bisschen enttäuscht, weil sie nicht viel wirklich Neues bietet. Ich finde es cool, dass es sie jetzt in mehreren Materialien gibt, aber die sind mir eh zu teuer. Und dafür, dass ich sie nur ein Jahr benutze, ist es nicht wert. Und ich finde, ein paar Features fehlen. Aber ja, wie seht ihr das? Schreibt mir das in die Kommentare. Und wenn ihr euch für ein iPhone entschieden habt oder umsteigt auf ein iPhone, dann schreibt mir in die Kommentare, was für ein iPhone und welche Farbe. Mir geht es ansonsten recht gut. Es gibt nicht viel Neues. Letzte Woche war ich nicht bei Kerstin, weil sie eine Magen-Darm-Grippe hatte. Nächste Woche, also diese Woche, bin ich bei Christoph. Kerstin hat sich noch nicht gemeldet, ob sie wieder gesund ist. Außerdem wird es erst Freitag gehen, weil am Dienstag habe ich so bald Lebensmittel, dass sich das nicht ausgeht. Und deswegen, ja, mal schauen. Sonja will jetzt auch mehr Stunden machen, was mich sehr freut, weil ich gerne Zeit mit ihr verbringe. Ich hoffe, das wird im Winter nicht recht anstrengend, weil ich da kaum rausgehe, weil ich so leicht krank werde, aber ja. Ich merke momentan, dass ich extreme Angst vor Keime habe und dass ich extrem schlecht schlafe, wenn ich kein Atarax nehme. Atarax ist ein Beruhigungsmittel. Wenn ich das dazu nehme, kann ich gut schlafen. Aber wenn mir das fehlt, schlafe ich fast gar nichts. Oder ich schlafe und fühle mich nicht erholt. Ich muss das im Oktober unbedingt mit dem Neurologen besprechen, weil diese Schlafstörungen, die rauben mir echt die Kraft. Und das macht mich fertig. Schlafentzug ist ja eines der berühmtesten und sinnbringendsten Foltermittel in früheren Zeiten gewesen. Und Schlafentzug wirkt bei mir auch wie eine Folter, weil ich dann einfach nicht auf der Höhe bin und nichts kapiere und nicht mitkomme und so weiter. Aber es werdet ihr kennen, wenn ihr mal 2 oder 3 Tage nicht gut schlafen könnt. Sonst, was könnte ich euch sonst noch erzählen? Ich möchte jetzt gleich einen Blogbeitrag schreiben, einen längeren, ich weiß noch nicht genau was. Ich habe jetzt ziemlich viele YouTube-Videos geguckt und so. Ich fiebere auch mit Saskas damals Beauty Blog und jetzt Family Blog mit, weil die hat Zwillinge bekommen und einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen und Elias, der Junge, dem geht's nicht besonders gut, der hatte Sauerstoffmangel und darf noch nicht zu Hause
sein bei seiner Schwester und ich hoffe, ihm geht's bald besser und ich verfolge das jetzt. Sie macht zweimal in der Woche Videos und mich interessiert sowas total. Also Geburten und Kleinkinder, so, das finde ich total interessant, weil ich halt auch einen total starken Kinderwunsch habe. Aber ja, das verfolge ich momentan extrem. Ich war ja auch in der Vorgeburt in der 30. Woche. Und weil ich ein Drilling bin und im Rollstuhl sitze, natürlich wegen der MS, ich konnte gehen. Ich habe nur eine leichte Spastik, die angeboren ist, aber nicht durch Sauerstoffmangel, sondern durch Entwicklungsfehler oder fehlende Entwicklung eigentlich. Weil ich mich ab der 20. Woche nicht mehr bewegen konnte, weil meine Geschwister auf mir drauf saßen im Mutterleib. So, jetzt habe ich lang genug geredet. Wir haben schon über 16 Minuten. Das Video muss ich auch noch hochladen. Also wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Reinschauen. Bis bald. Tschüss, eure Ines.